Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dragon Age Inquisition. Ich bin's, Matze, und ja, wie ihr vielleicht im letzten. Mitbekommen habt, ist mein neues altes Headset kaputt gegangen. Oder mein altes neues, je nachdem, wie man das sieht. Und jetzt benutze ich mein altes. Das heißt, dementsprechend könnte es so ein paar Nebengeräusche geben. So kommen so Geräusche oder wie auch immer. Und ja, ich hoffe, ihr verzeiht. Ich versuche so schnell wie möglich ein Ersatz-Headset zu bekommen. Oder ein neues, gutes, altes, ja, also neues, gutes. Und ja, bis es halt da ist, werden wir einfach uns mit dem alten wieder ein bisschen begnügen. Und ja, würde ich mal sagen, legen wir doch wieder mal direkt los und ab ins Getümmel. Soll es irgendwo Banditen geben? Ich weiß bloß nicht wo, aber. Also mit dem alten Headset hört sich das richtig komisch an. Banditen! Also weiß ich, oder? Bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, aber normalerweise schon, oder? Meinen Nachforschungen zufolge könnten die Altelfen hier in der Nähe Schutzzauber aufgestellt haben. Wenn wir die Artefakte finden, die sie benutzt haben, könnte uns das helfen, dieses Gebiet gegen Risse zu sichern. Das machen wir doch gleich. Jetzt müssen wir gucken, was wir hier. Erstmal das plündern und mitnehmen und noch mehr plündern und noch mehr mitnehmen. Aber dann begeben wir uns doch mal da oben hinten. Das war eigentlich, was ich nicht so gleich direkt machen wollte, aber. Psst, unser Geheimnis. Ach, hinten wird bloß gekippt und wir looten mal alles. Andaren Atishan. Ich hätte nicht gedacht, hier noch jemandem vom Blute der Delisch zu begegnen. Mein Name ist Miris. Euren Waffen nachzuurteilen, seid ihr für den Kampf gerüstet. Nö. Womöglich haben wir in diesem Dämonen einen gemeinsamen Feind. Nö. Was macht ihr hier draußen? Geht, ich traue euch nicht. Ach, fragen wir doch mal. Kämpft ihr etwa allein gegen die Dämonen? Es ist sinnlos, die Dämonen zu bekämpfen. Es kommen immer noch mehr von ihnen und ich habe keine Möglichkeit, die Risse zu schließen. Ich schon. Ich habe aber von elfischen Artefakten gehört, die den Schleier erfassen. Sie könnten uns verraten, wo neue Risse entstehen werden. Ich hatte jedoch nicht mit so vielen Dämonen gerechnet. Ich glaube, eines der Artefakte ist ganz in der Nähe. Könnt ihr mir helfen, zu ihm zu kommen? Nein, natürlich. Es kann vermutlich nicht schaden, dem nachzugehen. Habt Dank. Es sollte eigentlich nicht mehr weit sein. Eigentlich nicht, nee. Danke, dass ihr mich begleitet. Ich glaube nicht, dass ich es allein geschafft hätte. Was ist mit eurem Clan passiert? Warum habt ihr euren Clan verlassen? Er wurde ausgelöscht. Von einem Dämon, den unser Hüter törichterweise beschworen hatte. Tja. Ich bin die einzige Überlebende des Clans Vernehn. Ich war gerade auf der Suche nach einem neuen Clan, als die Bresche erschien. Und jetzt tue ich, was ich kann, um den Kampf gegen diesen Wahnsinn zu unterstützen. Dann schließ dich doch halt einfach der Inquisition an. Das ist doch nicht so schwer. Ich meine, die sagen alle immer, ja, ich habe irgendwas dagegen, die scheiß Bresche. Und was machen sie? Nichts. Unterstützt uns nichts? Nein. Gar nicht. Was? Wir? Das können wir gar nicht. Auf Nimmerwiedersehen! So, 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 so
Über Feuer. So, haben wir irgendwas? Ja, ist da. Schleierfeuer. Was für eine Art Feuer ist das? Ich habe hiervon schon gehört, es jedoch noch nie zuvor gesehen. Man nennt es Schleierfeuer. Zeig ich doch. Es ist eine Art empfindsame Magie. Die Erinnerung an eine Flamme, die in dieser Welt an Orten brennt, an denen der Schleier dünn ist. Ja, wie immer halt. Kämpfen. Dort. Wenn wir diesen Kristall aktivieren, sollte er auf die Stärke des Schleiers reagieren. Gut zu wissen, aber ich sammle erst noch ein bisschen was ein. Na. Sammel. Ich glaube, ich spüre eines der Artefakte meines Volkes. Unser Volk. Oh, und das ist Fischte. Das ist aber auch schön aufgestellt, hier die ganzen Knochen, Gerippe. Ich meine, da ist schön aufgestellt. Von wer? Was der? Oh, schön. Da hatten die kleinen Dämonen wohl ein bisschen Hunger. Oh, ganz leicht. Ganz minimal so. Wie soll. Ja. Ah, 56 Gold. 41 Gold. Und hier das aktivieren. Ja, die Schutzzauber stärken den Schleier. Dieses Gebiet sollte für Reisende jetzt sicherer sein. Sollte. Nun, das sollte sich als nützlich erweisen. Und wie es scheint, haben die Ahnen auch etwas für mich hinterlassen. Interessant. Ich denke, damit ist unser Bündnis beendet. Geht in Frieden, Fremde. Nee. Ich will eure Wut haben, Angriff. Nein. Besonderes. Bitte, ich brauche das. So das? Nein, machen wir das. Selbst eine Elfen? Also können wir mit den Elfen reden. Ja. Mana Mahalani, ich kann auf dieser Welt ohnehin nur wenigen vertrauen. Da muss ich nicht auch noch mein eigenes Volk gegen mich wenden. Habe ich euch meinen Wert denn nicht bewiesen? Ich bin von eurem Blut und das, was ihr gefunden habt, könnte mir nützlich sein. Ihr habt vielleicht recht. Ihr nehmt es. Möge Mythals Segen euch begleiten. Ich glaube, das bringt euch sogar mehr ein, als wenn es Solo das macht. Bin mir jetzt auch nicht 100%ig sicher, aber ich glaube schon. Lass uns mal gucken, was wir eigentlich alles so bekommen. Kratz. Inventar. Waffen. Ah. Genauso blöd, das brauche ich alles nicht. Jo, Cassandra. So. Und Blackwell hat das auch, ja. Ja. So, schauen wir mal nach der Rüstung, was haben wir denn alles? Viel Abenteuerhaube. Speerpanzerung. Hätte es noch so nichts gebracht. Also, es war's. Das habe ich von Vedric, oder? Ja, nun Vedric, ja, war klar. So, das war's gut. Stellen wir halt dann einfach später wieder ein. Äh,
irgendwo da hinten waren ja jetzt erst einmal diese Banditos. Meine Damen und Herren Banditos. Rennt. Seid geschockt. Sie ziehen sich zurück. Wir müssen ihnen nachsetzen. Ja, müssen wir, aber immer mit der Ruhe hier. Wir haben Blackwall, wir haben Cassandra, die greifen schon an. Auf ich mal. Nein, wir sind alle wieder da. Aber Solus rennt vor. Ja, geil. Oder auch nicht. Oh, Dri auch nicht, Dri. Solus, guck, sein hier. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. La, la, la. Feuer! Hält gar nicht auf, überhaupt nicht, ey. Oh, gee. So. Oh, da hat der Hunger kommt. Junge, halt die Klappe, so. Oh. Ein Friede ist gestorben. Hier könnte man ein Lager aufschlagen. Den hat's richtig schön hingefletzt. So richtig schön. Also ist halt den da. Das da. Gut, das heißt, kann man gleich noch holen. Das da. Dann das da. Es ist angenehm, euch auf unseren Reisen bei uns zu wissen, Sucherin. Ihr nennt mich nur äußerst selten bei meinem Namen, Solus. Was ist der Grund dafür? Manieren vielleicht. Manieren haben euch bei anderen Gelegenheiten auch nicht gebremst. Ich sage das, was ich für die Wahrheit halte. Selbst wenn es jene verärgert, die die Lüge bevorzugen würden. In dem, was ihr seid, steckt jedoch keine Lüge. Eure Stellung ist ehrenvoll und wohlverdient. Da oben ist noch was und dann machen wir das, weil ich habe kein Leben, komm noch Leben. Und, so viel Spinn. Mann's. So, ihr habt wieder was vorne. Es gibt Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürften. So, her damit. Setzt mich ins Bild. Das hier könnte sich als nützlich erweisen, Sir. Ja. Also. Wenn es ja da runter geht, also hier entlang, kommt zu einem riesengroßen, fettes Gebiet. In diesem Gebiet hier. Und da ist ein ganz kleiner Drache. Da, seht ihr? Da oben ist er schon. Ist ein schöner kleiner Drache, aber jetzt ich mit meiner Level 4 oder 5... nö. Da warten wir noch. Ich werde dann ein größeres... Jagen für die Drachen dann ausüben. Das gibt noch einige Drachen. Und dann gibt es noch ein Gebiet, das ins... Ja, ich habe jetzt. Dann gibt es noch ein Gebiet, das ins Ganze drei Drachen hintereinander. Und ich bin mal gespannt, wenn ich dafür brauche. Also wenn es gut läuft, für einen Drachen eine Folge. Oder ich mache alle drei, mache dann schalte zusammen, mache das einfach mal in achtfacher Geschwindigkeit. Kann auch kommen. Weiß ich noch nicht. Muss man gucken. Kann ich halt jetzt schon nicht sagen.
Und ja, es gibt normalerweise gibt es eigentlich auch noch Reittiere hier. Aber dann muss ich erst was noch freischalten. Kommt aber auch, weil ich möchte das so so circa so eigentlich kurz bevor dort, die Banditen. Was für Banditen? Das ist doch keine Sommel. Also wir werden uns das die Magie holen, dann gibt es noch eine kleinere Mission, was eigentlich nur 4 kostet. Und wir haben diese Mission machen. Ich würde nicht sagen, was es geht. Werde ich dann den einen Typen da holen. Und ja. Ich bekämpfe einfach alle. Der kriegt gleich viel Schaden. Ach, dauert es lange, schön, herrlich. Der ist fertig. Wir haben den gleich. Wir haben den. Fertig. Wir haben den. So, so. Ah, weil das sieht so gut. Ach, ist immer noch da. Wie viel Leben hatten der? Ah, jetzt ist es besser. Also ich bringe jetzt gleich was weg, Leute. Kannst du nicht zeigen, wie viel Leben hatten der Typ? Ja, Leben ist weg. Oder die Barriere. Ja, ist verwundet, der ist im Arsch. Ja. So, wieder belebt man einen. Ach, das steht jetzt ein Scheiß. Oh Mann. Blackball kann nicht nutzen. Ach, sind immer noch welche? Echt jetzt? Ach, das ist doch die Angst hier. Brauche ich doch nicht mehr. Ich sammle jetzt doch eh nicht ein. Das hast du doch. Muss mal gucken. Ah, da geht's hoch. Ne, ne, ey, also, ich muss das doch noch machen.
Jo, das nervt aber ein bisschen jetzt. Ich glaube jetzt. Ach man. So, dann haben wir Solis. Er kann einmal das machen. Und dann macht er einmal. Wetterbeleben. So kann ich es nicht machen. Achso. Ach, genau, weil man im Kampf ist, kann man es nicht benutzen. War ja was. Danke! Habt ihr das auch mal geschnallt? So. Jetzt wieder im Leben. Aber wenn. Black Wool hat ganze 7, was hat. Ich muss gucken, da muss ich warten. Ah, genau, stimmt ja. Der Bulli hat das da. Okay. Das bringt es eigentlich eher. So. Also, hat Cassie eigentlich? Nö, Cassie hat nichts. Ach, das sind wieder welche! Oh Mann! Wir sollten diesen Ort durchsuchen. Kann grad nicht, aua. Wenn ein Marke, du blöde Kuh. Sagt er einfach, ich bin ein Krieger. Ey, ist so schön, wenn man mich einen Krieger nennt, aber bin ich nicht. Ich bin ein Magi. Also. Muss ich da altwitzige Schnitte verstecken? Alfred, jetzt hat man stehen hier. Danke! Nicht danke! Irgendwas noch was. Ach, helfen muss es. Springen wir da hoch und laufen einfach da entlang. Oh Mann. Und ich weiß auch, wo das ist. Komisch, was ist das? Und zwar hier drinnen. Hier, aber ich komme nicht hin, weil ich habe keine Schuppen dabei. So. Problem 1. So, Problem 2 ist. Schusser. Hol dir den Krieger! Jo! Sitzt sie alle! Hammer's gut. Aus und vorbei. Meins. Meins. Guck mal, was ist das so? Ey, wer schaut dich wieder von hinten an? Help! Schon kaputt?
Ja, der ist schon kaputt. Mann, ging der schon kaputt? Wandteppich. Ich brauche kein Wandteppich, ich brauche was anderes. Ja, vom. Wie viele Ritter es gibt eigentlich? Der Meister und die Pferde, das weiß ich doch selber. Nein, im Kontakt. Reise nach Elklef, das machen wir jetzt. Und wir reisen uns nämlich oben rum. Und bis wir dann da unten sind, sind's dann die 5 Minuten vorbei. Oder bis... Das Dorf Redcliff müsste direkt dort vor... Ich will, dass dieses verdammte Ding ständig überwacht wird. Beim ersten Anzeichen von Dämonen schlagt ihr Alarm. Ich will reden. Hallo? Dann halt nicht. Du bist. Schneller, Schön. Schön. Ach, es ist schön. Wenn es so schnell geht, ist es viel angenehmer. Aua, ich werde ganz schön getötet hier. Einfach mal looten. Im Gefecht, geil. Oh. Hallo! Was kommt das? Halt ab hier. Nein. Ich warn euch. Dann kannst du immer ausweichen musst wegen den ganzen Sitzen hier. Sind überaus bemerkenswert, Sucherin. Es ist faszinierend, dabei zuzusehen, wie ihr und die Templer Magie aufhebt. Seid ihr nie zuvor... Gütiger Erbauer, es ist vorbei, oder? Öffnet die Tore! Willst du mich verarschen? Musst du das gleich jetzt dazwischen reden? Ja gut, dann würde ich nur sagen, das war's eigentlich auch wieder für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. In der nächsten Folge geht's dadurch... Cool, wir könnten uns schon was aufsammeln, looten. Obwohl, nein, das machen wir auch nächste Folge. Ja, dann würde ich mal sagen, auf Wiedersehen, wir hören uns in der nächsten Folge und bye bye.